Heute geht es um Incels. Incel, Kofferwort aus involuntary, dem englischen Wort für unfreiwillig, und Celibate, dem englischen Wort für sexuell enthaltsam, wörtlich zölibatär, ist die Selbstbezeichnung einer in den USA entstandenen Internet-Subkultur heterosexueller Männer, die nach Eigenaussage unfreiwillig keinen Geschlechtsverkehr bzw. keine romantische Beziehung haben. Wir konnten uns darauf einigen, dass Simpen absolut Schwachsinn ist. Und dass jeder Mensch da draußen, der ein Simp ist, genauso Schwachsinn ist. Unter Druck entstehen Diamanten und deswegen werde ich jetzt Druck auf dich ausüben. Wenn das hier Sachen sind, die auf dich zutreffen, solltest du besser einiges ändern in deiner Realität. Denn ich will dich glänzen sehen. Das Konzept von einem Incel ist, dass es junge Männer sind, die zumeist unberührt sind oder starke Ablehnung vom anderen Geschlecht erfahren. Also sprich von Frauen. Natürlich, es gibt auch noch sowas wie Femcels, aber das ist nochmal ein Thema für sich. In diesem Fall dreht es sich um die Männer der ganzen Sache. Nicht nur, dass diese Männer denken, dass sie keine Chance bei Frauen haben, sie sind der festen Überzeugung, dass sie nur auf Ablehnung stoßen, wenn es um das Thema Frauen geht. I would do anything just for a 300-pound ugly white girl. I would fight in the front lines, the bloodiest battle the world has ever seen. And come back with no limbs, if it meant that that would guarantee me an ugly fat chick for life. Man muss hierbei klar sagen, es handelt sich um Männer, die nicht freiwillig enthaltsam leben. Sprich, Männer, die nicht, weil sie zum Beispiel religiös heiraten wollen, sondern wirklich aus Gründen wie, sie wollen Frauen kennenlernen, aber kriegen es einfach nicht gebacken. Aus dieser Situation heraus, dass sie dann bei Frauen keine Chance sehen, also sie sehen keinen Stich bei Frauen, bildet sich dann ein sehr starker Frauenhass bei den meisten von ihnen und ein Hass gegen Chad. Weil attraktive Männer letzten Endes ja auch ein Faktor für sie sind, warum sie selber keine Chance sehen. Ein Incel hat häufig die Blackpill-Mentalität. Was bedeutet das? Das heißt, diese Menschen denken, dass Frauen von Natur aus grausam sind. Ich meine, ich verstehe, von wo das kommt. Und dass sie sich bei jeder Chance, wenn sie sie haben, nur die schönsten Männer in der Hierarchie raussuchen. Incels denken auch von sich, dass sie selber Loser sind. Dass sie in der Genetik-Lotterie verloren haben. Chad. Und dass alles verloren ist und dass sie undatebar sind. Chad. Das ist auch schon ein starkes Mindset, seien wir ehrlich. Ja, oh, ich habe verloren, ich habe das nicht geschafft, ich habe dies nicht geschafft. Starkes Mindset, ehrlich. Keck, Digga. Du verdienst ein Loser zu sein, wirklich. Das ist voll unangenehm, weil ich gucke gerade in die Kamera und sehe mich selber und sage, ich soll ein Loser sein. Aber jetzt kommt der eigentliche Knackpunkt. Ihr müsst euch so denken, ein Incel umgibt sich mit anderen Incels. Er ist in irgendwelchen Foren, in irgendwelchen Chats, wo dann die ganze Zeit Memes reingepostet werden, wie schrecklich doch Frauen sind, wie Müll das Leben ist und dass sie alle chancenlos sind, dass sie niemals eine Frau berühren werden. Von denen gibt es ja welche, die sagen, die wollen sich bessern im Leben. Die wollen was aus sich machen, die wollen stabiler werden. Aber wenn du dann in seinem Umfeld bist, in dem alle in den Gruppen dir schreiben, ah, Frauen sind Müll, Frauen sind Shit. Mit der Zeit ist es aber einfach so, dass solche Leute anfangen, diese Mentalität wirklich aufzunehmen. Übernimmt dieses Mindset, als wäre es irgendeine Art von Philosophie. Ja, ich bin ein Incel. Mit dem Brusthaus sagt er das. Das sorgt natürlich dafür, dass seine Handlungen auch genauso aussehen wie das, was er denkt und mit seinen Freunden an Memes und Posts austauscht. Und das hat sich gezeigt. Die Verbrechensrate durch zum Beispiel Hassverbrechen gegen Frauen durch diese Fraktion ist um einiges gestiegen. Wie ich meinte, am Anfang sieht so ein Post aus, haha, Frauen sind Müll, die lieben uns sowieso nicht, wir haben keine Liebe verdient, zu oh my god, you're so cute. Oh, am liebsten würde ich eine Frau das und das antun, das und jenes antun. Jungs, lass mal treffen und draußen eine Frau kaputt. Verstehst du, was ich meine? Du bist ein Loser und umgibst dich mit Losern. Was erwartest du? Und das ist halt so eine Abwärtsspirale. Du steigerst dich in eine Sache rein und es gibt dann irgendwann gefühlt kein Zurück mehr. Und das, by the way, ich verlose auf meiner Instagram-Seite einen originalen Erba Pura von Xeljov. Wenn ihr schon immer mal ein Nischenparfüm haben wolltet, aber es euch nicht leisten könnt, dann ist das jetzt die perfekte Gelegenheit. Es ist komplett kostenlos. Wenn du es dir leisten kannst, nimm trotzdem daran teil, weil Geschenk ist Geschenk. Wisst ihr, was ich meine? Das Instagram-Reel mit den Teilnahmebedingungen ist unten in der Beschreibung verlinkt. Du verdammter Loser, mach mal was aus dir. Allah hat uns allen ein Gehirn gegeben. Und du willst jetzt hier rumgammeln und rumheulen, wie schlecht dein Leben ist. Du verdienst da zu sein, wo du bist. Du hast einen gesunden Körper, kannst einfach mal ins Gym gehen. Das soll nicht diese Motivationscontent werden. Ich sag euch ehrlich, aber diese Leute sind so eine Versager. Ich habe kein Mitleid mit sowas. Ich habe kein Mitleid mit solchen Leuten. Aber der Klassiker ist, oft haben diese Leute auch noch Standards. What she must look like. She must be pretty. She must be good looking even without a makeup.
I like women with giant breasts. She must dress modestly. I want her to have similar interests like myself. She must be nice, polite, she must know when to speak and when to be silent. I don't know if you're aware of, but I wish the girl would look like those ladies in adult movies, but she must be a virgin like I am. And most importantly, I want her to accept me for who I am, no matter what. Der Unterschied zwischen denjenigen, die das haben, was du haben willst, und dir, ist einfach nur, dass diese Menschen rausgehen und sich das holen, was sie haben wollen. Deswegen, komm raus, Loser. Ich wollte sowas schon immer in meinem Video sein. Komm raus, Loser. Spaß beiseite. Wie gesagt, ich will hier niemanden zum Dating anregen oder sonstiges. Ich will einfach nur sagen, dass diese Art von Mentalität mir derbe auf die Nerven geht. Es fängt mit Kleinigkeiten an. Dusch mal öfter. Geh ins Gym. Mach was Produktives. Fang einen Job an. Oft sind diese Leute arbeitslos. Ihr kennt doch das Sprichwort. Er lebt noch im Keller seiner Mom. Und dann wundert er sich, dass er kein Cash und keine Connections hat, nix. Lern dich zu kleiden. Sei kein Fußabtreter. Du sollst jetzt auch nicht Mr. Nice Guy spielen und immer dich rumschubsen lassen im Leben. Wenn dein Chef reich wird zu dir, kenn deine Grenzen. Also in anderen Worten, gib ihm einfach... Spaß sollst du jetzt auch nicht, aber du verstehst, worauf ich hinaus will. Ich versuche irgendwie zu helfen gerade. Wisst ihr, ich meine, kann auch sein, dass ich gerade alles schlimmer mache. Kauf dir Parfüm. Wie gesagt, ne, Instagram, ich verlust ein Parfüm. Die Marken, die ich dir empfehlen kann, sind Xejov, Parfums de Mali, BDK, Maud, Yves Saint Laurent. Versteh mich jetzt nicht falsch, diese Parfüms werden jetzt nicht dafür sorgen, dass alle deine Probleme gelöst sind, aber es wird dafür sorgen, dass du dich ein bisschen besser fühlst. Arbeite an dir, mache was aus dir, weil es kann absolut nicht sein, dass du in deinem Leben nichts erreichst und auch noch damit zufrieden bist. Weil sonst hast du es verdient, ein Incel zu sein.